Also ich sagte, wenn wir eine Zubehörfelge hätten oder so, ne? Also keine gute Felge, ich sagte, den hätten wir brechen können, Eidusch. Egal, ob wir Probleme im Auto haben oder nicht, ich finde diese Atmosphäre schon voll geil. Eidusch. Hi. Wir fahren gleich los. Tanken, was soll ich sonst machen? Ich stehe hier, bin Tankwart geworden. Ah, ja. Neuer Job. Hammergeil, voll chill. Guck mal, genau 96 Euro, ey. Hast du das gesehen? 62 Liter haben wir getankt, also haben wir 18 Liter noch drin. Ja, die erste Runde übernimmst du dann mit meinem Geld. Wir haben ja den Audi A6 hier, 3 Liter, haben den auf 300 PS gechippt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der verbraucht. Auf so einer langen Strecke, ne? Ich gebe Zeit. Ja, bis gleich. Da fahren wir los. Wir sind bei knapp 239.000, wir sind immer noch in Witten und fahren jetzt Richtung Türkei. Fast 22 Uhr, genau, Mittwoch, den 21. Juni. Wir haben echt alles gemacht am Auto und jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Ne? Also man merkt natürlich, Eidosch hat sowas vollgepackt. Ein bisschen. Die Bremse ist noch nicht eingefahren, ich habe einen längeren Bremsweg gerade. Aber wie lässt er sich jetzt fahren, Eidosch? Jetzt schön, die ganzen noch nicht Umbauten, gefahren. Die wir gemacht haben. Sehr angenehm. Du brauchst ja auch nicht fahren, du bist doch daneben. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, falls irgendwas passiert auf der Strecke, dass wir halt reagieren können. Hast auch nichts vergessen. Ich hoffe es. Das werden wir sehen, wenn wir es brauchen. Eine gute Fahrt wünsche ich uns, ne? Wünsche ich dir auch. Was machst du da? Ja, was soll ich machen? Kaffeepause. 600 Kilometer sind wir gefahren. Regensburg, ja, da sind wir jetzt. Über Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien. Und dann Griechenland. Griechenland machen wir Stopp. Eins muss ich sagen, das Auto lässt sich Hammer fahren. Also ehrlich, wir haben Verbrauch irgendwas mit 40 Litern. Knapp 600 Kilometer. Mhm. Das ist Bombe. Es ist 3 Uhr morgens. Was? Es ist 3:30 schon. Also wir sind ja kurz vor der Grenze. Pass auf. Also ich schätze mal, bis Österreich werde ich jetzt durchfahren. Bist du dann fit? Ich versuche ein bisschen zu schlafen gleich nochmal, während du fährst. Wir sind 5,5 Stunden unterwegs, davon hast du 4 Stunden geschlafen. So, aber die Scheibe müssen wir sauber machen. Ja, lass mal den von innen einmal. Ich habe natürlich was mitgenommen. Warum meinst du? Nein, siehst du die Pappe nicht, wie viel ich mitgenommen habe? Was ist das? Warum machst du das? Ja, weil wir ja nichts zum... Das ist natürlich was Gutes. Was heißt dann, putze ich jetzt drinnen schnell? Ein bisschen bergige Landschaft ist da schon in Österreich. Nur, dass mal die Fenster sauber sind. Ja, wir machen die Fenster sauber und dann fahren wir weiter. Bis nachher, oder bis irgendwann demnächst. Sehe, dann wird man wieder hellwach. Aber wir fahren jetzt gechillt, also 8 Stunden, 28 Kilometer gefahren. Also schnell kann ich ja nicht gefahren. Wir sind jetzt Richtung Graz, wo Arnold Schwarzenegger herkommt. Wir müssen echt mal über das Auto reden. Erzählt. Ich habe dir ja schon 1300 Kilometer vorher gefahren, also lange Strecke nach Berlin und zurück. Da hatten wir den Wagen ja null repariert. Wir hatten ja nur Android-Radio und die Software. Aber jetzt, wo wir alles gemacht haben, das ist ein ganz anderes Auto. Es ist unglaublich, wie er in der Spur bleibt. Kein Zittern. Die Bremsen sind so gut, obwohl ich echt ein-, zweimal richtig stark runterbremsen musste. Also man hat es ja nicht gemerkt, dass die Stoßdämpfer kaputt waren. Aber wo ich den jetzt fahre, ich habe schon Autos gefahren, relativ neu sind oder waren und trotzdem nicht so einen Komfort haben, muss ich sagen. Aber eins ist mir aufgefallen, ne? Seit der Inspektion mit Getriebe, Ölwechsel und so, Wahnsinn, wie geschmeidig Getriebe, Motor sich verhält. Das ist Wahnsinn. Also ich habe das Gefühl, ich gleite einfach nur. Wenn du fährst, will ich auf jeden Fall deine Meinung auch hören, aber ja. Wie ist das für dich als Beifahrerin? Okay, du hast jetzt nur geschlafen, aber sonst... Also für mich fühlt sich das alles sehr geschmeidig an. Ja, ne? Also sehr komfortabel. Man merkt kein Ruckeln, Zittern. Also ich bin zufrieden. Ja, guck mal, der schaltet immer hoch, runter. Ja, von der Schaltung her. Ist gar nichts mit. Ja. Also davor war es schon extrem. Also Triptronic ist ja so bekannt für sein Getriebe. Also ne, das ist ja alles andere als sportlich fahren.
Aber seit der Softwareoptimierung lässt er sich so geil fahren. Ich bin ja so ein Mensch, ich fahre so und denke viel nach. Jetzt merke ich gerade, dass ich schon lange nicht mehr so nachgedacht habe. Und mir sind so geile Formate eingefallen, Eidosch. Was hast du denn alles gedacht? Das muss man mal. Du weißt ja, ich habe ja so ein Jahresprojekt, wo ich sehr lange schon dran bin. Du weißt das ja. Ja. Aber dafür habe ich noch mal ein paar Ideen. Richtig gute Ideen. Also sehr schön. Das ist mir so einfach eingefallen, so während der Fahrt. Wo dann du am Schlafen denk, warst. Denk du mal noch ein bisschen mehr nach. Mehr. Also ihr könnt euch echt freuen, es wird in naher Zukunft ein Format geben. Österreich ist schon ganz schön. Österreich ist schön. Aber ich muss ja sagen, wir fahren ja echt auch nur schöne Stellen. Ne? Slowenien ist schön. Ja, also ich finde die Strecke immer ganz schön. Ja. Slowenien sieht auch schön grün aus. Kroatien ist wunderschön. Ja. Auch. Serbien finde ich auch schön. Wo bist du? Wir sind jetzt kurz vor Serbien. Ich habe ja Slowenien verpennt. Eidos ist durchgefahren. Motor kurz abkühlen? Ja, Motor habe ich ein bisschen abgekühlt. Der ist jetzt schöne fast 1400 Kilometer jetzt gefahren. Im Stück. Eidos, jetzt erzähl dir mal, wie lässt er sich denn fahren? Richtig gut. Also der bleibt in der Spur. Na klar, okay, ich muss auch sagen, in Kroatien war die rechte Spur richtig schlimm. Ja, das ist echt schlimm. Es ist bestimmt gut, dass wir neue Gelenke haben, denke ich mal. Die müssen wir dann wieder tauschen. Aber wahrscheinlich muss man die wieder tauschen. Teuschen. Hast du auch das Gefühl, er ist so leichtgängig so? Ja, das habe ich auf jeden Fall. Hab ich auch. Ja, so ein bisschen ist da schon was drauf. Ja, aber wir verlieren kein Wasser, kein Öl, das ist das Wichtigste. Ja, das. Oh, Ölwechsel ist neu. Ja, Wahnsinn, wie die Straßen sind, ne? Oder Kroatien. Also, ist ja auch Kroatien richtig schlecht geworden. Hatte bessere Straßen. Ah ja, war die ganze Zeit so schon. Ja, die ganze Zeit hier, diese rechte Spur. Die linke ist super. Aber trotzdem lässt er sich gut fahren. Wir haben Reichweite von 1240. Wir haben jetzt gerade wieder voll gemacht. Und momentan Verbrauch haben wir 4,6. Ich habe die ganze Zeit 6,1 gehabt. Genau. 6,1 Liter. Mhm. 13 Stunden schon unterwegs. Ja. Ist okay, aber die rechte Spur kann schon nervig sein die ganze Zeit. Okay. Vorhin habe ich Abschnitte gehabt. Vorbildlicher Fahrer, überholt von rechts. Natürlich. Also da gab es Abschnitte, wo diese rechte Spur hier echt ziemlich doof war. Ah ja. Hallo, wir sind in Serbien. Wo? Weiß ich. Ich habe ein Fitnessstudio gefunden. Ist rappelvoll. Ich werde jetzt erstmal eine Runde trainieren. Bewegung ist wichtig, Leute. Ja, ich suche den Trainer gerade. Ich finde den nicht. Sonst würde ich fragen, ob ich da so oder mich umziehen muss dafür. Aber ich finde es doch geil. Warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Also ich trainiere jetzt nicht, ne? War ja Spaß. Ne, so ein richtiger Fitness-Junkie, ich bin mir sicher, der würde jetzt unter dieser Sonne trainieren. 35 Grad. Wieder Kaffee getrunken, ey. Ich schwör's dir, was Serben und Kroaten können, das ist Kaffee machen. Lieb ich. Und die machen auch wach. Aber wie? Und Auto haben wir auch nicht. Das ist das Wichtigste. Es summt. Also ich bin echt beeindruckt. Ich liebe Audi. Was kommt danach? Von Mazedonien. Nee, Belgrad, nenne ich Beograd. Beograd, doch. Belgrad, Beograd. Nein, Beograd. Also steht ja überall Beograd. Wir aber sagen ist immer Belgrad. Belgrad. Das sagen immer die Türken. Ja, okay. Hier gibt's Wohnungen oder Häuser mit Einschusslöchern. Das ist Wahnsinn. Immer wenn ich hier durchfahre, kriege ich mal Gänsehaut. Aber das ist echt Wohnung, das. Wahnsinn. Das sieht so aus, oder? Das sieht so aus. Aber das Gebäude steht auch schon sehr lange. Sehr lange, ja. Was bringt das, wenn wir einfach fahren und nichts von diesen ganzen schönen Landschaften haben? Ne? Da können wir auch fliegen. Ich meine, vorbeifahren, da mal einen Kaffee trinken, da mal einen Kaffee trinken. Ich finde, das ist das Schönste. City-Stau. Wenn du das jetzt mit Istanbul vergleichst, ne? Das ist ja nix. Das ist ja so, ich sag mal, 4 Uhr morgens Verkehr für Istanbul. Da hängst du schon an anderen Stellen.
ganz lang. Auch wie die fahren, Leute, echt, die machen von 2 Spuren, 5 Spuren. Ja, da gibt es kein Links-Rechts. Das ist für mich die gefährlichste Autobahn, die ich kenne. Also ehrlich, also wenn ihr da seid, dann kriegt ihr Muffe. Also das wird ihr nur sehen. Mazedonien. Wir haben 1926 Kilometer. So siehst du auch aus. Ich bin eigentlich müde. Nicht, dass ich jetzt so müde bin, dass ich mehr fahren kann. Aber ich muss sagen, das Auto hält mich wach. Aber ich muss sagen, alle Grenzen waren schön frei. Alle frei, ja. Wir haben wirklich nur 5-6 Autos vor uns gehabt, ja. Jedes Mal. Wir sind ziemlich gut durchgekommen. Ja. Auch jetzt gerade Serbien, Mazedonien. Super. Ja, Mazedonien ist ja wieso? Ich finde, Mazedonien ist wunderschön. Hier fühlt man sich schon heimisch. Ja. Die verstehen ja auch. Viele verstehen schon Türkisch hier. Genau. Also meine mazedonischen Freunde. Ich glaube, Mazedonien sind wir ziemlich schnell durch. Ah, hier, aber 100, hier, klar, die Strecke. Hier steht doch schon 167 Kilometer. Bis wohin denn? Bis zur Grenze. Stand da Evgenia? Ich glaube schon. Aber ich finde Mazedonien, die Strecke ist schön, ne? Durch diese Berge und das so. Das ist schon schön. Sehr schön. Also das muss ich euch gleich zeigen. Ja, wenn es noch ein bisschen hell ist. Ja, ich hoffe, es wird jetzt dunkel. Ja. Gut. Ah, was ich sagen wollte, das Geräusch ist ja nicht gekommen. Was für ein Geräusch? Ja, das, oh mein Gott. Hast du den gesehen? Schade. Ohne Helm, hast du gesehen, mal wieder. Nur mit dem T-Shirt, so volle Pulle, ne? Alle im T-Shirt. Und dann ohne Helm auch noch, ne? Ja. So, guck mal die Windschutzscheibe an. Ich habe die vor 20 Minuten geputzt. Ja, so viele Fliegen wieder gekillt hier. Er kriegt eine Fliege ins Auge, ne? Nicht nur eins, ich bin mir sicher, da kommt so eine Motte so, patsch. Oh Gott, so beide Augen, ein Motte. Eine Bewegung, du bist weg. Auf, es ist also gefährlich. Warum kein Helm? Verstehe ich auch nicht. Ja, also manche Leute vor allem bei den Geschwindigkeiten, ne? Da ja. Hast du ja gar keine Kontrolle. Wenn dir das Ding ins Gesicht flattert, dann ist es da. Ja, das ist. Ja. Was willst du machen? Es ist Urlaub. Ja. Wenn du im Urlaub bist, siehst du auch ganz komische Leute. Ja, das stimmt. Ja. Wir gehen nachher bei Dirty Free einkaufen. Bei Dirty Free. Du sagst immer Dirty Free. Ja. Nicht Duty, Dirty. Dirty. So, die mazedonischen Berge. Jetzt ist es schon ziemlich dunkel geworden. Oh, schön, dass hier ist. Ich glaube, das kommt. Ich finde das so schön hier. Obwohl es so dunkel ist, sieht das noch gut aus. Gemacht haben, haben wir auch getankt. Voll getankt. Ja, ja, ist ja immer 40 Liter gewesen. Aufgefüllt so, ne? Genau, also haben wir mit 2 Tankfüllungen haben wir 2000 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Hm. Du musst ja voll, wir haben hier Licht an, wir haben Klima an, wir haben Radio an, wir haben hinten viel Gepäck, wir haben noch einen Kühlschrank. Ne, das sind Sachen, was noch extra dazu kommt, Eidosch. Ja klar, das verbraucht ja auch nochmal extra. Stimmt. Internet haben wir auch nicht. Wir haben keinen. Das sieht doch schön aus hier. Wir haben vorhin Fenster sauber gemacht.
gerne, keine 10 Minuten. Wir sind in Griechenland angekommen. Genau Grenze Mazedonien, Griechenland. Hab ein Schlagloch nicht gesehen, aber ein riesiges Schlagloch. Mit volle Kanne vorne rechts habe ich die Felge gehauen. Aber sowas von. Und ich will jetzt gerade gucken, ob ich irgendwie einen Schlag habe oder so. Kann ich jetzt nicht merken, weil das Problem ist, die Straße ist gut. Ich muss noch warten, bis die Straßen vernünftig sind und dann, ja, überall ist dunkel, wir können auch nicht viel sehen. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwie irgendeine Felge oder Gelenk, kann ich euch nicht sagen. Lenkrad ist auf jeden Fall gerade, ich habe nicht irgendwie das Gefühl, der zieht nach links oder rechts. Ich habe es gar nicht gesehen, ey. Also ich sag dir, wenn wir eine Zubehörfelge hätten oder so, ne? Also keine gute Felge, ich sag dir, den hätten wir brechen können, Aidosch. Echt? Klar, kannst du auch eine Felge brechen. Ein, zwei Löcher gesehen, hab die umfahren und dann habe ich das eine Loch habe ich gar nicht gesehen. Und das war echt extrem. Wenn ich das jetzt gemacht hätte, müsste ich mir bestimmt was anhören. Ja, du fährst ja nicht. Ich habe noch nie mein eigenes Auto irgendwo in der Werkstatt abgegeben, damit die es reparieren. Das wäre das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten würde. Würde ich so einer sein, der das beobachtet, dazwischen greifen würde, so wenn da was ist, so? Oder wäre ich einer, okay, vertraue dem mal. Boah, das ist echt cool. Ich glaube, du würdest mitmachen. Oder ich würde die fragen, hey, können wir zusammen machen? Ja. Das ist cool. Nee, wir haben 22.18 Uhr, aber nicht Ortszeit, ne? Dunkel. Ist das Ortszeit schon? Das ist hier Ortszeit, ja. Also wir haben drei Viertel voll und der 1000 Kilometer Reichweite, was ich Hammer finde, der verbraucht sehr, sehr wenig. Und was geil ist, halt die Inspektion hat die so gut getan. Der läuft so ruhig, Leute, ehrlich. Wahnsinn. Wir sind seit 22 Stunden unterwegs, haben, wie viele Kilometer haben wir gemacht? Wir haben genau 2114 Kilometer gemacht. Genau. Und Verbrauch ist 6,3 Liter. Was haben wir jetzt für einen Verbrauch gerade hier? Reichweite haben wir 990. Momentaner Verbrauch ist 4,3 Liter. Durchschnitt 6,3. Und 22 Stunden sind wir gefahren. Griechenland, das ist doch hammergeil. Egal, ob wir Probleme im Auto haben oder nicht, ich finde diese Atmosphäre schon voll geil. Diese Lichter, diese Bäume. Asphalt ist sogar geil hier. Guck mal, Radar. Oh. Was passiert? Das war ein Hafer, ich weiß es nicht. Das war ein Haar von dir. Keine Ahnung. Licht habe ich ja zum Glück dabei. Ey, was ist das denn für Kratzer hier? Ich kann dir nicht sagen, ob da was passiert ist. Also ich kann dir auch nicht sagen, ob die Felge krumm ist oder nicht. Ne? Cool. Boah, die Bremsen sind aber schön. Wie merken wir das jetzt? Ich kann das nicht merken. Wie soll ich das denn merken? Das weiß ich nicht. Du bist doch der Mechaniker. Also das Gute dran, alles ist dicht. Wir haben aber jetzt nicht am Unterboden irgendwas, oder? Nee, Unterboden haben wir nichts. Also die rechte Felge habe ich hier drauf gehauen. Guck dir das mal an. Das ist ab. Auf jeden Fall. Oh. Das ist hier nichts Wildes. Guck dir das mal an vorne. Was also alles drauf ist. Oh mein Gott, Massaker hier. Ich hab was gestochen. Hallo, ich bin doch derjenige mit Licht. Die Moskitos warten. Da ist nichts. Das ist ein Ipsaleister-Schlag. Ansonsten, ey, Leute, ich bin echt so 24 Stunden wach, ein paar Stunden nur geschlafen. So. Und jetzt haben wir noch ungefähr eineinhalb Stunden Weg zu unserem Hotel. Und ja, wir werden jetzt einchecken und dann werden wir heute sowieso nichts mehr machen. Die fressen mich, ich geh jetzt rein. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraftsetzung, Sie wissen, macht rein, ciao.